Ich hoffe, dass Siresh jetzt den Schönberg erkennt. Ey, der war doch nicht ganz sauber. Kannst du mir sagen, was du willst? Auf jeden Fall hat das Frau Sticke hinter den Ohren. Mit dem Mädel vorhin hat er doch auch was am Laufen. Auf jeden Fall. Aber ob ich dem Murat zutrauen würde, weiß ich nicht. Meinst du nicht? Frau Resch? Was hat gehört? Frau Resch? Hallo, Frau Resch. Hallo? Mal rumgehen? Ja. Jetzt nicht da, ne? Die Terrassentür ist auf. Jo. Offen, auch schön. Das ist auf jeden Fall. Frau Resch? Frau Resch, hier ist die Kripo. Hallo? Jemand zu Hause? Frau Resch? Frau Resch, Moment mal, was machen Sie mit dem Messer, Frau Resch? Messer sofort runter auf den Boden. Alles gut, Sie sind in Sicherheit. Super, super. Und jetzt kommen Sie mal zu mir rüber, bitte. Was ist los? Ich habe solche Angst, dass der mich findet und mich auch umbringt. Ich hab mich gerade wieder auf die Terrasse getraut, aber dann hat's geklingelt und ich habe direkt wieder Panik gekriegt. Komm mal her, hier ist ein Stuhl. Setz uns mal hin. Bitte. Der Täter weiß doch gar nicht, wer Sie sind und wo Sie wohnen. Es mag sich vielleicht komisch anhören, aber wir haben dann einen Psychologen und mit dem könnten Sie reden. Der kann Ihnen sicher helfen. Ja, meinetwegen. Wissen Sie denn schon, wer es war? Nein, aber wir haben einen Verdächtigen. Deshalb sind wir auch hier. Sehen Sie sich bitte mal das Foto von ihm an. Erinnern Sie sich? Ich kann es nicht sagen. Ich glaube nicht. Ich bin unsicher. Es war dunkel und ich war total panisch. Ich kann es wirklich nicht sagen. Tut mir leid. Wirklich nicht. Also ich denke ja, dass die Janina recht den Schönberg erkannt hätte, wenn es denn jetzt auch tatsächlich gewesen wäre, ja. Aber dem sein Handy und Laptop, die waren auch komplett sauber. Damit ist er nie im Leben im Darknet gewesen. Also wenn der Ehemann von der Affäre gewusst hat, dann hätte er ein Motiv. Ja, aber der Ehemann ist es nicht gewesen. Also dem sein Alibi habe ich auch gecheckt. Guck mal hier. Der hat vor 4 Tagen im Hotel in Wien eingecheckt. Gestern Abend hat er bis 20 Uhr mit seinen Kollegen beim Abendessen gesessen. Und heute Morgen hat er erst 5:30 wieder ausgecheckt. Vielleicht ist er die ganze Nacht Auto gefahren. Von Wien nach Hause und wieder zurück. In der kurzen Zeit? Nach Wien, von hier aus, brauchen wir ungefähr 4 Stunden. Das nachts hin und zurück ist gut zu schaffen. Ja, noch was anderes. Ich habe auch die Bankdaten von dem Ehemann angeguckt. Und er hat vor seiner Wienreise 4.000 Euro abgehoben. Da frage ich mich doch, was macht der mit 4.000 Euro auf einer Geschäftsreise? Wir müssen auf jeden Fall bei seinem Alibi ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Eine Kriminalakte hat der Ehemann zwar nicht, aber er ist schon mal angezeigt worden. Von seiner Ex-Freundin vor 6 Jahren, weil er sie gestalkt hat. Die Anzeige hat sie zurückgezogen. Aber egal. Das zeigt uns, dass das Mordmotiv Eifersucht bei ihm auf jeden Fall in Frage kommen könnte. Ja, aber er hat halt immer noch ein wasserdichtes Alibi. Ne? Ich habe mir die Aufnahmen von der Überwachungskamera aus dem Hotel noch mal angeguckt. Und das Auto steht einfach die ganze Zeit in der Tiefgarage. Danke. Und Züge fahren um die Uhrzeit ja auch nicht. Okay, danke. Also ein Autoverleih und Taxiunternehmen nicht dran, aber leider noch nichts. Ja, und laut Bewegungsprofil von seinem Handy war er die ganze Zeit in Wien. Oder sein Handy war die ganze Zeit in Wien. Lass doch noch mal laufen, Dani. So, hier ist sein Hotel, da hat sich das Handy eingeloggt. Und hier hat es sich auch eingeloggt. Aber was ist denn da an den Bahngleisen? Können wir das mal rausfinden? Ich guck mir das mal an.
Weg da. Okay. Na, viel ist da nicht. Ein paar Fabrikhallen, Tankstelle. Ah, und ein Autohändler. Schneiders schnelle Schlitten. Autohändler? 4.000 Euro reichen für ein Auto. Kannst du da nicht mal anrufen? Warte mal, ich gehe mal auf die Webseite. Ja, der ist sogar online. Da probiere ich doch direkt mal einen Videocall. Ja, scheiß die Wand an. Wir setzen hier die vier Musketiere. Da geht mal das Geimpfte auf eine Kabel stehen, das sehe ich. Ja, grüß Gott. Wir sind von der Kriminalpolizei in Deutschland. Meine Kollegen Rietz, Stamm und Stehler. Darf ich Ihren Namen auch erfahren? Na, dann reden wir Deutsch. Fritz Schneider. Das ist das erste Mal, dass die Polizei bei mir Autos kaufen will. Nee, wir wollen bei Ihnen kein Auto kaufen. Es geht um diesen jungen Mann. Kennen Sie den? Haben Sie dem Auto verkauft? Liebe gnädige Inspektorin, also Diskretion ist in meiner Branche das A und das O. Dazwischen ein U und ein T, nicht? Steht auch auf meinem Plakat. Lesen. Das ist ja lustig. Mal gucken, ob Sie auch noch so guter Laune sind, wenn wir die Wiener Kollegen bei Ihnen vorbeischicken, damit Sie sich ein bisschen umgucken. Entschuldigung, nicht drohen bitte. Ich bin ja durchaus hilfsbereit. Also, der Typ war gestern bei mir, hat sich eine alte Schrottkiste gekauft. Und ein bisschen zu viel Zeit, aber die Papiere sind in Ordnung, es ist alles legal. Gut, vielen Dank erstmal, das war's. Wenn ihr echt Kabelständer schon drauf hat, wollt ihr das Wappler nicht ein Auto kaufen von einem Österreicher? Gute Ware, nicht Diesel. Okay. Wisst ihr was, Leute? Ich rufe jetzt gleich die Wiener Kollegen an. Dann sollen die zu dem Vogel hinfahren und eine Fahndung nach dem Wagen rausgeben. Ja, Alex, und knopft euch den Ehemann vor. Ach, die Kommissare, gibt's was Neues? Das kann man so sagen. Setzen Sie sich mal hin, Herr Becker. Schneiders schnelle Schlitten, klingelt's da bei Ihnen? Oder auch vergessen, dass Sie da ein Auto gekauft haben? Ja, da habe ich einen Wagen gekauft. So einen hatten Susa und ich, als wir jung waren. Ich dachte, sie freut sich. Wo ist der Wagen denn jetzt? Den habe ich wieder verkauft. So schnell? Ja, mir ist zu spät erst aufgefallen, was mir der Typ für eine Schrottkiste angedreht hat. Also wollte ich die wieder loswerden. Was wollen Sie uns eigentlich hier erzählen, Herr Becker? Sie kaufen in Wien ein Auto, das verheimlichen Sie uns? Sie sind mit dem Wagen letzte Nacht hierher gefahren. Und wissen Sie was? Auf dem Rückweg sind Sie geblitzt worden von unseren Kollegen. Okay, ich bin in der Nacht heimgefahren. Ich wollte Susa überraschen. Aber dann habe ich gesehen, dass Ihr Kollege dieser Schönling bei ihr war. Also bin ich wieder zurück nach Wien gefahren. Und warum haben Sie das Handy in Wien gelassen? Ja, um sich ein Alibi zu verschaffen. Wir wissen mittlerweile, was für ein Typ Sie sind. Sie haben schon mal eine Anzeige bekommen von einer Ex-Freundin wegen Stalking. Sie haben doch schon lange von der Affäre gewusst, die Ihre Frau hatte. Sie haben den Mord genau geplant. Nur dummerweise sind sie dann geblitzt worden. Na und? Soweit ich weiß, kostet mich das nur ein paar Euro. Oder haben Sie irgendwelche Beweise für Ihre Theorien? Die werden wir schon finden. Das Ding hier ist sichergestellt. Wo ist das Kabel dafür? Wir können hier überhaupt nicht nachweisen. Ja, aber wir haben die Zeugen. Spielt euch einfach mit. Hier, ich nehme das. Sonst irgendwas? Oder haben wir noch andere Sachen zu tun heute? Schach scheint Ihnen ja eine Menge zu bedeuten. Eine Liebe ist wie die Eröffnung beim Schach. Die Konsequenzen sind unabsehbar. Aber sonst haben Sie gerade keine Probleme, oder? Rietz? Ja? Philipp, die Zeugin erinnert sich. Ah. Ja, super. Das schaffen wir heute aber nicht mehr. Müssen wir morgen früh da machen, ja? Okay, kannst du mal kurz mitschreiben? Klar. Ihr müsst mir die Personalien noch mal eben kurz geben. Janina Resch, Baumeisterstraße 60. Ja, klar. Okay, danke für die Info. So, Herr Becker, dann werten wir das gute Stück mal aus und dann sehen wir uns wieder. Versprochen. Ich habe Sichtkontakt zum Tatverdächtigen, 50 Meter bis zur Haustür. Der Tatverdächtige steht direkt vor der Tür.
Er greift in seine Jacke. Vorsicht, er könnte eine Waffe haben. Zugriff auf mein Kommando in 3, 2, 1, Zugriff. Henrika, zurück, zurück! Zurück, habe ich gesagt. Und jetzt die Hände hoch, das Messer ablegen dort. Sofort ablegen. Die Waffe runter, sofort. Zurück. Zurücktreten, zurück, den Hände auf den Rücken, Hände auf den Rücken, Hände auf den Rücken, so. Versitzt du rasch? Super. Das Auto, was wir in Wien gekauft haben, wurde von unseren Kollegen in Wien gefunden. Und egal, wie gut sie es gereinigt haben, wir werden mit Sicherheit etwas finden. Wir haben uns geschworen, dass wir uns immer treu sind. Und dann sehe ich letzte Woche diese Nachricht auf ihrem Handy. Und dann haben sie sich ein Alibi verschafft und sind letzte Nacht aus Wien hierher gefahren, richtig? Ich wollte dich überraschen, weil du mir gefehlt hast. Ja, schön, schön, dass du da bist. Sie hat mir wieder ins Gesicht gelogen. Es hat dir gar nichts ausgemacht. Sie hat mir das Herz gebrochen und mich dabei angelächelt. Und für wen war das zweite Glas? Du, Anna ist vorher vorbeigekommen. Willst du auch einen Schluck Wein? Weil dann hole ich dir ein Glas. Eine Ehe voller Überraschungen. Sie wollten die Leiche im Container entsorgen, wurden dabei dummerweise beobachtet. Dann hatten sie keine Zeit für Plan B und haben die Leiche einfach um den Schrottplatz gelegt. Schachmatt, das war's jetzt.